Shalom Aleichem. Jahrelang habe ich mir gewundert, wieso erzählt die Tora so viel über die Geschichte von Sdom und Amora, zwei Städten in Kikar Jarden, nicht weit von Yam HaMelach. Gut, dass Avraham Avinu ist barmherzig, es ist klar, dass es schlechte Menschen gibt, ist auch klar. Und jahrelang habe ich nicht verstanden, wieso die Tora erzählt so viel über diesen Evil und schlechte Benehmung von den Leuten in Sdom. Aber wenn man sich guckt in die jüdische Literatur, sieht man, dass es gibt sehr, sehr viel in unserem tagtäglichen Leben damit verbunden. Midat Sdom ist ein Charakter. Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha, das ist Midat Sdom. Midat Sdom, wenn etwas passt nicht, muss man in dem Bett von Sdom. Also alles soll passen, in die Schule, alle soll haben dieselben Noten. Oder das nennt man Midat Sdom. Die Kleine muss man strecken und die Größe muss man schneiden. Nach jedem Essen müssen wir nehmen ein bisschen Wasser. Mai Machroinim, wegen Melachs Däumis. Und sogar wenn es kommt bald Yontef, wir wissen, dass die ganzen Gesetze von Eruvin zu machen, Eruv Tavshilin oder Eruv Chatzerot, und wenn die Nachbarn nicht wollen, nennt man das Kofim al Midat Sdom. Schon gehört dieser Begriff? Kofim al Midat Sdom. Das heißt, man zwingt die Menschen, die Gemeinde, etwas tun für alle, wenn sie das nicht wollen. Also, wenn jemand muss man einen Kühlschrank zu bringen zu seinem Haus im 5. Stock und die anderen sind nicht einverstanden, Kofim al Midat Sdom, man muss sie zwingen. Also, was verlieren sie, dass der Kühlschrank kommt durch denen? Oder wenn einer fährt sowieso jeden Tag nach Kiryat Gat und er hat einen Platz, was stört ihr, wer fährt, ich oder mein Sohn? Also, das nennt man Kofim al Midat Sdom. Deshalb habe ich gedacht, heute so in kurzer Zeit zusammenfassen, Baruch Ator in Erlein und Melach Oilom, Shakon Yabidvorin. Zu erzählen über diese besondere Stadt. Also, die Tora erzählt uns, dass in Kikar HaYarden waren 5 Städte: Sdom, Amora, Admo, Zvoim und Zoyar. Okay? Admo, Zvoim und Zoyar waren so Peripherie. Aber die Hauptzwei Städte waren Sdom und Amora. Wie zum Beispiel heute Tel Aviv-Jaffo. Okay? In Sdom haben gelebt die Kzinin, die Aristokraten, die Reichen, die Diplomaten, die Konsulaten, die Oberarzt, der Chefarzt, der Richter, der Rechtsanwalt, also die Feinen, die Teuren. Und in Amora haben gelebt das Publikum, die Amamiut. Amamiut bedeutet die Bevölkerung, die einfachen Leute. Deshalb steht auch geschrieben bei den Propheten, Shimu Kzine Sdoim, ve Ama Moiro, okay? Die Kzinim, die Größen, wo wohnen die? In Sdom. Und die Einfachen leben in Amora. Gut. Es ist wichtig zu erwähnen, dass in Sdom und Amora war große Schäfer, große Fülle, finanziell, Materialismus. Es war viel Landschaft. Es war, wenn man guckt bei Iov, sie waren sehr, sehr reich. Es war viel Bäume. Sogar ein Adler konnte nicht sehen durch so viele Bäume. Von Jerusalem und ganz Israel, Leute, wenn sie wollten immer gute Obst und Gemüse, haben sie gefangen zu dem Markt von dem Sdom und Amora. Und dort war die tollste Markt und haben sie dort gekauft. Wir sehen, dass Avraham Avinu und Lot haben sich miteinander gestritten. Stimmt. Warum haben sie sich gestritten? Weil die Schäfer von Lot
haben geklaut und es war eine Diskussion. Und dann sagt Avraham Lelot, lass uns trennen. Wenn du gehst links, gehe ich rechts. Und wenn rechts, gehe ich links. Und Avraham hat doch erwartet, dass vielleicht Lot wird zurückkehren und wird sein ein guter Mensch. Aber Lot hat aufgegeben seine Augen nach Sdom. Wo Sdom waren viele Leute, aber steht geschrieben, Vanshei Sdom Ra'im Vechata'im. Okay? Ra'im mit ihrem Körper und Chata'im in ihrem Geld. Okay? Es gibt hauptsächlich zwei Sünden in Sdom und Amora. Ra'im Begufam, sie machen alle Sachen, was man nicht machen soll bezüglich Eferke. Okay? Das ist Dom. Das ist Ra'im. Bis heute sagt man Sadomais. Genau, genau. Und Chata'im bedeutet, sie machen Geldsachen. Sie helfen nicht Arme, sie unterstützen nicht Gäste. Was glaubst du ist schlimmer? Physische, unmorale Giluya Rayot, also Inzest, oder Geldprobleme nicht unterstützen, Arme und ignorieren Waisen und Witwen und klauen. Was glaubst du im Augen von Hashem ist schlimmer? Ra'im oder Chata'im? Vielleicht Ra'im. Die erste? Ja. Ich habe mir so gedacht, dass du so denkst. Dann sehr schön, dass wir lernen. Und ich werde dir heute die Augen öffnen. Jeder gibt es etwas. Nein, es gibt die Goyim, die Nozrim denken so. Die Juden denken das Zweite. Es ist eine lange Diskussion. Lama Hashem echrivet Sdom. Warum Hashem? Also die jüdische Denkweise, bald siehst du von Rashi, Akezakata. Aber das ist nicht von den drei wichtigsten Mitzvot, nicht zu klauen. Es geht nicht jetzt um nicht zu klauen, es geht um ignorieren Arme und Gäste. Und nicht bei den Jarek, war die einfach bei den drei wichtigen. Aber es war von Sdom und Amora. Das ist drei jüdische Gesetze. Wir reden jetzt über Sdom und Amora. Ah, bei den Christen, was ist schlimmer zu machen? Die Ra'im, die körperlichen Sachen. Okay. Und bei uns die Chata'im. Also Hashem war, du wirst bald sehen, dass Hashem war sauer auf dem Chata'im und nicht auf dem Ra'im. Gut. Und so sagt Rashi, wenn Anshei Sdom Ra'im v'Chata'im, Ra'im, sie waren mit ihrem Körper und Chata'im in ihrem Geld. Weil Materialismus blendet. Also die Menschen werden geblendet von Überfluss. Es waren dort zwei Könige. Wer war der König von Sdom und Amora? Bera und Birsha. Bera war der Melech von Sdom und Birsha war der Melech von Amora. Und in Talmud steht geschrieben, es war dort ein Sima, Znut, sie haben geflucht. Aber hauptsächliche Probleme haben sie gemacht mit, gib mir bitte die... Noch die anderen drei Kleinstädte hatten auch Könige. Ja, aber die sind jetzt unrelevant, nur ja. Bei dem Krieg zwischen den fünf und den vier, die sind relevant. Gut, also Lot ist gegangen nach Sdom und er ist dort geblieben. Jetzt kommt, die Leute in Sdom waren Mushchatim. Insbesondere in Sachen von Geld, von Schatz, von Gold, von Silber. Sie wollten, dass keine Fremde oder Ausländer sollen kommen. Sie waren sehr missgünstig und sie haben gebracht, sehr grausame Richter sollen dort sein. Wenn einer hilft, ein Armer oder eine Bedürftige, beide sterben. Der Geber und der Nehmer. Okay? Wenn ein Gast ist gekommen in die Stadt, so wie man sagt, hat man seine Beine und Füße, damit soll er passen zu diesem, und jetzt kommt. Steht geschrieben, dass eine von den Töchtern von Lot hieß Pletit. Sie hat ein gutes Herz. Und sie hat gesehen, ein armer Mann.
Und jeden Tag, als sie es gegangen, Wasser schöpfen, hat sie ihm gegeben ein Stück Brot. Und sie haben gesehen, dass er bleibt noch am Leben. Ein Tag hat man sie entdeckt. Und was hat man gemacht? Man wollte sie verbrennen. Was haben sie gemacht? Weißt du, was hat man gemacht mit Plätti, die Tochter von Lot? Wie hat man sie bestraft? Hat man sie nackt gestellt neben dem Feuerort und hat man ihren ganzen Körper geschmiert mit Honig und neben so einem Bienennetz. Und die Bienen sind gekommen auf die Mädel und gefressen ihr Fleisch. Und dann steht geschrieben, Haketzakata, sie hat geschrien, Haketzakata, Singular, das sagt sogar Rashi. Und dann, in dem Moment, wo hat man sie verbrannt, da war so, wie man sagt, Gatscha Seaba Hashem, Hashem war schon am Ende von Sdom und Amora. Jetzt zitiere ich dir einen Teil vom Zohar. Der Zohar fragt, steht geschrieben in Prophet Jechezkel, was war die Averot, warum Hashem hat bestraft, warum Hashem hat bestraft Sdom und Amora. Komm, sehen wir, was sagt der Prophet, er weiß besser, was ist dort passiert. Also, in Jechezkel steht geschrieben, dass sie haben nicht gesehen arme Leute. Dass sie haben nicht gegeben, Leute Brot zu essen. Die Armen haben sie beseitigt. Also er spricht nur über Chataim, nur über Sachen in Geld. Dass sie haben Leute betrogen, geklaut und alles. Fragt der Zohar, wieso haben sie nicht bestraft geworden auf ihre Körper? Warum haben sie nur bekommen auf ihre unmorale Sachen? Warum ist die Strafe nur auf Gneva und Gzela und nicht auf Min, auf Efrika? Sagt der Zohar, Missgunst und Klauer und Dieber und erniedrigt die Bedrückte ist schlimmer als eine, der gegen die Moral von Hashems Gesetze nimmt. Obwohl wir in unserer Welt das ein bisschen anders betrachten, aber du siehst, der Zohar sieht das anders und auch Jechezkel sieht das anders und auch die Tora selbst sieht, dass Hashem hat nicht die Leute bestraft. Beide sind schlimm, aber in Hashems Augen, wenn man schlecht zu Menschen sind, das ist viel, viel schlimmer. Nicht schlecht zu Menschen, auch Eheverkehr. Ja, aber das ist, aber steht geschrieben, dass in dem Moment, wo hat man die Gastfreundschaft, die nicht Essen geben an Arme, an Bedürftige, an Waisen, an Gäste, das ist im Auge von Hashem war schlimmer, so sagt der Zohar, definitiv. Und auch Jechezkel und auch die Tora selbst sagt, also wenn sie haben die Mädel gesehen, dass sie gibt Essen, sie haben nicht bestraft auf verbotene Sachen. Okay. Steht geschrieben, dass der König von Sdom heißt Bera. Was ist Bera? Ben Ra. Und der König von Amora, wie heißt es? Birsha, Ben Rasha. Und in Sdom waren vier Richter, Dayanim. Wie heißen die? Shakrai, Karauri, Seifi und Matzli. Und es gibt so viele Sachen, die haben dort gemacht, die ich kann wirklich nicht verstehen, was war. Es gibt so viele Legende über die Geschichten von Sdom, dass ich nicht verstehen kann. Dass wenn einer hat einen Ochs, er musste die Ochsen von dem ganzen Sdom einen Tag nehmen zu Hirten. Wenn jemand hat keinen Ochs, muss er zwei Tage.
Das ist halt so, eine, wenn einer hat Auto, bezahlt er ein Gebühr, wenn einer hat kein Auto, bezahlt er zweimal Gebühr, weil er hat kein Auto, die Regierung hat nichts von ihm. Das ist so, wie heute gibt es so eine Autobahn, wo es kostet Gebühr. Es gibt solche Geizige, die fahren Umwege. In Sdom, wer hat bezahlt mehr? Die Umwege gemacht. Die Umwege gemacht. Und wenn jemand hat die Embryo bei schwangere Frau kaputt gemacht, was muss er machen? Er muss die Frau nehmen, bis er sie wieder schwanger macht. Schon gehört diese Gesetze? Nee. Diese Regeln? Ich habe gedacht, ich falle runter. Also ich habe gesehen, die Gesetze. Wenn jemand hat dem anderen, dem Esel, Ohren geschnitten, er muss den Esel nehmen, bis er, bis der Ohren soll wachsen. Also zu verschwankern ist schon viel leichter als die Ohren von einem Esel. Und solche Gesetze ohne Ende. Als Kind kann mich immer erinnern, dass sogar Lot, als kommen zu ihm zu Gäste, die Gäste, welche Gebot bevorzugt er? Geschlechtsverkehr oder Gastfreundschaft? Was ist ihm wichtiger? Ein wichtiger Gastfreundschaft. Und was sagt er die Leute? Ihr könnt nehmen die meine Tochter. Also du siehst, dass sogar da bei die Priorität, da will man zeigen die schlechten Seiten von Lot oder die guten Seiten von Lot? Da zeigt man eigentlich die gute Seite. Die gute Seite. Das heißt, wenn die gute Seite von Lot ist, nimm meine Töchter, nur macht die Menschen gar nichts. Also sie wollten die Gäste haben. Warum wollten sie die Gäste? Sie wollten die Männer beischlafen als Männer. Ja? Also wenn du guckst, was dort passiert. Okay. Jetzt. Avraham Avinu führt ein, also es war ein Krieg, Chamesh neged Arba, und hat man genommen Lot in Shevi, in Geiselnahmen, und Avraham ist gekommen und er hat ihn gerettet. Und jetzt kommt etwas ganz interessant. Kommt Melech Sdom zu Avraham und was sagt er? Ten li anefesh varechush kachloch. Also, was sagt er ihm? Nimm dir die Menschen, aber gib mir die Vermögen. Was sagt er Avraham? Was sagt er Avraham? Arimoisi yoidi? Was will ich? Im Ichud. Vatzrochnal, also ich will von dir gar nichts. Warum Avraham will von ihm gar nichts? Warum will Avraham von ihm gar nichts? Weil er will nicht von schlechten Menschen etwas bekommen. Genau. Unkoscheres Geld ist unkoscheres Geld. Braucht man nicht. Damals in dieser Zeit war Avraham 73. Avraham war geduldig bis 99, also ein Jahr vor Yitzhak. Und mit 99 haben die Leute von Sdom und Amora alle Grenzen überschritten. Und waren sehr grausam. Und Hashem hat das erzählt Avraham. Trotzdem, Avraham Avinu war ein Verteidiger. Und er hat gedacht, vielleicht soll sein 10 Leute, er hat gesagt, 50 und so weiter gegangen, 40, 30, gar nichts. Und da steht geschrieben, Vayelech Hashem kasher diber el Avrom, Avrom shovlim koimoi, also er ist gekommen zu ihrem Platz. Lot ist geworden ein Richter in Sdom. Gut. Und jetzt, warum erzähle ich das jetzt? Was habe ich heute zu erzählen, diese Geschichte von Sdom und Amorah? Von Himmel sind gekommen 12.000 Malachi Chabole, weißt du wann? Tetwav Nisan. Also diesen zweiten Tag von Pesach. Wann? Bei Morgensdämmerung. Dass man sieht auch Mond und auch Sonne. Dass auch die Götzediener von dem Mond und auch die Götzediener von der Sonne sollen das sehen. Und da steht geschrieben in Midrash, Vashem im Tier, es hat begonnen mit Regen, sollen sie sich beruhigen, und dann Hashem hat gemacht, Eish ve Gofris. Gofris ist Schwefel, so Gufris. Und sie haben keine Angst gehabt, weil sie haben gewusst, Hashem hat geschworen, sondern nicht bringen Mabul, Sintflut. Und da,
der Engel von Hashem hat genommen der Stein, der Grundstein. Der Grundstein, wo auf dem wurde die ganzen Gebäude von Sdom gebaut und da hat ganz Sdom umgekehrt. Also was steht geschrieben? Ich zitiere dir vom Midrash. Natal malach Hashem et ha'eben she'aleo nivnu kol orei Sdom. Also was er hat gemacht? Er hat genommen dem ganzen Stadt und er hat sie gedreht. Warum? Es hat mich sehr interessiert. Ich habe so ein Buch. Es ist kein nicht so koscheres Buch. Das heißt Lexikon Mikrai. Also da versucht man alle... das habe ich nicht bei mir in die Bibliothek hier, das habe ich im Schlafzimmer. Aber da gibt es über jeden Begriff in dem Mikra, in die Bibel, so Bilder, was ist das und so. Und da habe ich geguckt, es hat mich interessiert zu sagen, was zu schauen, was sagt er über Sdom. Hör mal gut zu. Sdom, die Hauptstadt zwischen die fünf Area Kikar. Hashem hat das gedreht, es waren dort zwei Könige, Bera und Birsha. Lot wollte dort wohnen. Der Mikra erzählt uns, dass vor dem, dass Hashem hat zerstört Sodom und Amora, es war Kegan Hashem Beretz Mitzrayim, es war so ein Paradies, es war so ein... Und zeigt uns die Freveler von dem Ort, dass sie waren Ra'im v'chata'im. Jetzt kommt, und das hat mir sehr gut gefallen. Lesiachet הגיעו אנשי סדום ביחסים לאורחים של לוט. Also irgendwie eine Mischung. Er sieht die Gästeproblem. Okay? So eine Mischung. Jetzt kommt. מהפכת סדום הוסברה בדרך רציונליסטית כרעידת אדמה. Also es war eine Erdbeben. Und diese Erdbeben hat gemacht Untergang von diesen Eretz. Und it parzut gazim veneft shebeikvotea nisrefu ha'arim. Diese Erdbeben hat mitgebracht so eine Laba, Sipurei Alibaba. Eine Quelle von Gas und Neft. Ja. Und deswegen wurden die ganzen Städte verbrannt, komplett. Jahrelang hat man versucht zu finden, die Churvot von Sdom und Amora. Und manche denken, das muss man sie suchen, tief, tief in Yam HaMelech, in Totes Meer. Gibt dort bei den Arabern Südwest Jabal Usedom. Die Beduinen zeigen, dass es gibt dort eine Eshet Lot. Ich habe gemacht auch Shur in YouTube über die Frau vom Lot. Da kann man gucken extra. Die Sünden von Sdom sind geblieben in die Zeit von dem Tanach als Symbol zu beschreiben die Sünden von den Generationen. Zum Beispiel Jeschaiau 1. Wenn er will beschreiben, warum die Menschen sind schlecht. Also da beschreibt er die Chataim von Sdom. Jeschaiau macht das, Irmia macht das. Shimu dvar adinoi k'tzine Sdoima, zinu to, lama li roiv zivchechem. Savati, also er zeigt, dass Leute sind fett von... Fett von Materialismus, aber wenn du guckst in Pasuk 22, Kasper Hayale Sigim, Savech Maul Bamaim, Sarech Sorerim, Chavre Gennavim, Kula Oev Shochad, Drodev Shalmonim, Yatom Lo Ishpetu, Veriv Almana Lo Yavi Elem. Also, was siehst du hier? Wo ist die Hauptproblem? Raim oder Chataim? Nein. Oder Shalmonim. Nun, das ist Raim oder Chataim. Chataim, Raim ist Guf. Also bei allen Propheten, was ich sehe, sie reden nichts von Sünden von Körper. Genauso beim Jeremia auch auf Gimel. Man guckt.
Das ist in meinen Augen eine Wunder. Irmia auf Gimmel. Also da steht auch bei Chav Gimel und bei Chav Dalet. ובנביאי ירושלים ראיתי שרערורה נעוף והלך בשקר וחזקו ידי מרין לבלתי שוב ואיש מרוסה היו לי כולם כסדום ויושביה כאמורה. ירמיהו גיבט שון איינה מרקמל ונגנאו זו בי קפיטל 24 גיבט אראוך זו. Also man sieht das bei Jeschaiau, man sieht das bei Jirmiau, man sieht das auch bei Jeschaiau 13, 19 und so weiter. Gut, die Frau von Lot wurde Salz, weil sie wollte nicht mehr Salz bringen und Lot wollte nicht wohnen in Zoar. Warum? Weil Zoar war nah zum Sdom. Und wie wird er gelebt? In einer Meara, in so einer Hölle, in so einer Grube. Und dort war die Geschichte mit seinen Töchtern. Und zwei Völker sind gekommen, Ammon und Moab. Noch ein letzter Punkt über Sdom. Immer wenn wir beenden unser Essen, muss man nehmen ein bisschen Wasser in die Hand, also. Und einfach die Lippen abwaschen und das bedeutet gegen Melach Sdoimis. Okay? Das ist Melach aus Sdom. Salz. Salz. Schkoyach.